Oder sind wir wieder? Ich habe hier mal so ein bisschen aufgeräumt, sagen wir mal. Ihr da! Warum stolziert ihr hierher? Ja, ja. Ich habe hier mal ein bisschen aufgeräumt im Inventar und Karl Lager, ja. Ich habe ein bisschen aufgeräumt im Inventar und das mit der Transmutation gilt scheinbar nur, wenn man eine Waffe nimmt, die noch überhaupt nichts hat. Ich habe allerdings ein paar Karten ausgetauscht. Mir fehlen noch ein paar Schicksalspunkte, dann würde ich gerne den Slayer 6 hier reinpacken, anstatt einem von denen, dem Vampire 3. Dämonenkräfte habe ich geändert, und zwar auf die reinigende Flamme vom Meteor. Die Kiste habe ich aufgemacht, da war nichts Tolles drin. Und wie ihr seht, ich habe das neue Kostüm mal angezogen. Und ja, sehe jetzt ein bisschen dämlich aus, macht aber nichts. Jetzt reden wir mal mit der und fragen sie mal, was sie noch verheimlicht. Warum ist denn da ein Schlüssel? Naja. So, Katharina. Seid willkommen zurück, Jäger. Wir sind froh, euch beide am Leben und wohlbehalten zu sehen. Ich glaube, dass ihr etwas wisst, das ihr uns nicht sagen wollt, Eure Majestät. Was ist eure Rolle im Spiel um das Schicksal von Zagoravia? Na, die ist ja richtig mitteilsam. Die Quelle der Welten, Eure Majestät. Was ist sie? Was habt ihr getan? Die Quelle der Welten ist mein Segen und mein Fluch, Jäger. Es ist eine Quelle der Macht, die unter unserem Land verborgen liegt. Ein Portal zu zahllosen Welten jenseits der unseren. Ich habe sie vor vielen Jahren geöffnet, um mich selbst vor einer tödlichen Krankheit zu retten. Die rote Pest kümmerte es nicht, ob man ein Bauernmädchen ist oder eine Prinzessin. Ich wurde an meinem 18. Geburtstag krank. Meine Haut wurde fahl. Mein Haar begann auszufallen. Widerliche rote Pusteln bedeckten meinen ganzen Körper. Die Heiler sagten, ich würde den Frühling nicht mehr erleben. Alle, bis auf einen. Gabriel. Er hatte nicht die Macht, mich zu heilen. Aber er kannte finstere Mächte, die es konnten. Er bot mir eine Rettung an. Einen dunklen Pakt mit Mächten von jenseits der Quelle der Welten. Ich sollte 13 Jahre gesund bleiben, bis sie kämen, mich zu holen. Ich unterschrieb den Pakt mit meinem Blut. Für alle war meine plötzliche und gänzliche Genesung ein Wunder. Aber ich wusste, dass es genau das Gegenteil war. Gabriel wurde zum Lord von Zagoravia. Bevor er verschwand, hinterließ er mir ein Abschiedsgeschenk. Einen Zauber, der Dämonen täuschen würde. Ich dachte, ich wäre sicher. Und es verstrichen viele glückliche Jahre. In der Nacht der Abrechnung erschienen die Dämonen, um mich einzufordern. Aber sie konnten mich weder sehen noch erkennen. Und ganz Zagoravia bezahlte den Preis, den ich hätte zahlen sollen. Den Rest der Geschichte kennt ihr selbst. Na super, das hast du gut hingekriegt, Mädchen. Tesse, Weiber. Dies ist meine Geschichte, Jäger. Ich habe mein Königreich zum Untergang verurteilt. Die Invasion der Dämonen ist meine Torheit, die Folge eines Paktes mit finsteren Mächten. Also erschlagt mich. Beendet diesen Fluch hier und jetzt. Ich bin bereit, für meine Sünden zu sterben. Die Sünden eines verängstigten, sterbenden jungen Mädchens. Euer Tod wird den Pakt nicht brechen, Katharina. Ein Übel gleicht nie ein anderes aus. Wir haben alle Dinge getan, die wir bedauern. Wenigstens hattet ihr den Mut zu bleiben und euch den Folgen zu stellen. Was plant ihr dann, Viktor Vran? Boromir wusste von eurem dunklen Pakt, Eure Majestät. Ein so alter Geist ist ein verwirrtes Wesen. Aber vielleicht sieht er die Dinge am Ort seines Todes klarer. Dort werden wir mehr von ihm erfahren können. Wir wissen nicht, wo der alte Zar verstarb, aber wir können euch die richtige Richtung weisen. Das Haus Volkov hat die Annalen von Zagoravia seit der Gründung der Stadt bewahrt. Die gesamte Familie starb während der Invasion. Aber mit etwas Glück ist ihr Archiv in ihrem Haus im Hohen Viertel unversehrt geblieben. Ich danke euch für all eure Anstrengungen
und für eure freundlichen Worte, Viktor. Ihr habt mir geholfen, meine Sünden zu erkennen und mir Hoffnung gegeben, dass ich eines Tages Vergebung finden werde. Eine Königin muss stark sein und ihr habt mir Stärke verliehen. Ich danke euch für all... Ja, na gut. Ich hätte ihr persönlich auch gerne mal aufs Maul gehauen, aber naja. Gut, dann gehen wir mal zum Hohen Viertel. Okay, das ist die Frostzahngrotte. Der Teufelsschlund, da kommen wir noch nicht rein. Ins Dickicht waren wir auch noch nicht. Dann gehen wir erst ins Dickicht. Und dann mal ins Hohe Viertel, würde ich sagen. Denn das Dickicht ist noch vom Dingens aus zu erreichen. Von den Jagdgründen. Dann gehen wir da erstmal rein. Ah, ja. Das sieht schwer nach Spinnen aus. Oh. Ja. Na gut, probieren wir's mal. Spinnen. Mal wieder. Ja, ganz genau. Das da unten sieht irgendwie nach Endkampf-Arena aus. Also gehen wir erstmal kurz hier oben ein bisschen die Gegend begutachten. Jetzt komme ich da nicht wieder hoch, oder was? Ich lache mich kaputt. Ist doch nicht wahr. Ach nö, ich will doch noch gar nicht kämpfen. Das ist doch scheiße. Na gut, dann halt doch. Ach hier, der ist der Host, der macht den Server. Großartig! Das ist verdammt nochmal großartig! Was hat das Frage? Na gut, nehmen wir das Geheimnis gleich mal mit. Was stand da jetzt gerade mit diesen Säulen? Gut, nicht weiter schlimm. Ach, doch weiter schlimm. Zerstöre eine tragende, um Rachen aus dem Boden zu schmettern. Ja, genau. Sicher mal, du bist mehr ein Sportsmann. Der arme Kerl lag auf seinem Rücken. Könnte schwierig werden. Sollte ich
bin ein bisschen konzentriert gerade. So, jetzt kommt der Kollege wieder nach unten und kriegt wieder aufs Gesicht. Und weg. Das Problem erledigt sich von selbst. Da muss ich erstmal wieder weg. Der immer mit seiner Rumpalerei hier, du. Meine Güte. So, da ist er doch wieder. Oder auch nicht. Doch, da ist er. Gibt es mal wieder eine. Aber wieder von hinten entgeht. Fall doch mal um. So, er kommt wieder runter und... Aua. Fuck. Und so ist unser Held. Bam. Mal wieder siegreich aus dem Kampf hervorgegangen, hat dämonische Spinnen und Steinsäulen gleichermaßen zerschlagen. Alles im Namen von besserer Beute. Ja, richtig. Genau in dem Namen. Ja, geil. So. Was haben wir denn da bekommen? Der Läufer. Liegt da noch irgendwas? So, ja. Teleport. Erstmal, was haben wir gekriegt? Ein Hammer. Also irgendwie nichts so wirklich Tolles. Tja. Naja, aber ich habe ihn gekillt. Schönes Ding. Ja, genau, in die Jagdgründe möchte ich kurz. Denn, nochmal bitte da rein. Und, oh, was geht hier ab? Denn, da war doch noch... oben der Weg. Den hatte ich ja noch gar nicht ausprobiert. Und den will ich jetzt dann doch nochmal probieren. Mal wieder. Hier, Spinnengeviech weg. Achso, ist schon tot. So, ja gut, hier gibt's ja... Ah ja, da ist der zweite Geheimnis. Very good. Hoffnung 1. Ja, das ist ja super. Ach. So, wenn ich da jetzt runterhüpfe, also eigentlich, da ist er wieder da. Hm. Ne, das spare ich. Achso, das kann ich mir jetzt gar nicht sparen. Den ganzen Kampf nochmal. Ach, da lasst er dich doch glatt kaputt. Ja, ja, großartig. Den kennen wir ja schon. Das ist verdammt nochmal großartig. So. Bin ja versucht zu sterben einfach, damit ich hier nicht nochmal den ganzen Scheiß machen muss, aber
Ja, ja, sicher. Marschier einfach in sein Lager und zerleg alles. Ja, so war der Plan. Ja. Ja, das war jetzt ein völliger Fail. Sterben ist doof. Muss ich ihn halt nochmal killen. Das bringt zwar alles nichts, weil ich schon wieder hier die Tränke eingesetzt habe, aber ganz ehrlich, sterben ist doof. So, ganz einfache Entscheidung. Sterben ist doof, also wird nicht gestorben. So, jetzt hole ich mir mal den Loot hier. Den Kollegen mal nach unten. So. Wo ist er? Da ist er. Du bist mehr ein Sportsmann. Der arme Kerl lag auf seinem Rücken. Ja. Ach komm. Stell dich mal so weich an. Viel zu. Naja, das stand irgendwie zu erwarten. Aber ohne schaffen kann, muss man sagen. Also das ist nicht unmöglich, das ohne Heiltrank zu schaffen hier. Ja, komm, fall um. So. Und so ist unser Held mal wieder siegreich aus dem Kampf hervorgegangen, hat dämonische Spinnen und Steinsäulen gleichermaßen zerschlagen. Alles im Namen von besserer Beute. Das ist geil. Ja, genau in dem Namen nämlich. So, zack, den noch weg. Und den letzten noch weg. Zack. So, und jetzt holen wir uns das letzte Geld da vorne noch. Und den Heiltrank. Und dann würde ich sagen, achso, der teleportiert mich wieder nach oben. Okay. Dann teleportiere ich mich doch lieber mal mit dem Roten. Das heißt, erstmal hole ich mir noch die Heilung. So. Und dann teleportiere ich mich aber mal ins hohe Viertel. Glaube ich. Oder? Der teleportiert mich nach oben. Nee. Na gut, dann eben doch in die Jagdgründe. So, hier gibt es nochmal eben ein paar. So ein paar Spinnen zum Killen. Ich weiß gar nicht. Ah, ich bin wieder ein Level up. Sehr schön. Ah. Netten Hammer gekriegt. Ich weiß gar nicht. So, hier ging es ja auch nur zu so einer Kiste, ne?
Also, in Anführungszeichen nur. Ja, genau. Noch gar nicht entdeckt. Eine tanzende Sense. Okay, nichtsdestotrotz müssen wir... noch mal schnell kippen. Aua! Mistvieh. Ich weiß nicht, wo diese Dämonenspinnen denn wohl sein sollen. Komm, explodier. So. Och, jetzt geht das wieder los. Ich renne aber auch immer mitten ins... So. Meine Fresse. So, den auch noch weg. Wo muss ich denn jetzt überhaupt hin, ey? Ich brauche mal so ein... blöden Teleporter. Ich guck mal kurz auf die Karte. Und zwar nach Süden. Okay. Diese Richtung muss ich. Da lasse ich einfach mal die Typen stehen. Die können auf jemand anders ballern. So, der kann auch machen, was er will. Was ist da noch für ein... Ist das ein Gebäude oder was? Das war die... Oh! Ja, nehmen wir mit. Da kassieren wir doch gerne mal eben ein paar Steine für. Im Gesicht. War doch noch. Okay, weiter nach Osten. Nee, das ist ja Westen. Da muss ich hin. Nee, das ist Westen. Ich bin durcheinander. Macht aber nichts. So. Lalala. Hallo, Steinmann. Hast du mal einen Steinmann? Nee, warte, da war nur der Heilschrein. Genau, jetzt weiß ich wieder, auf welchen... Aua, ihr Blödmänner, ich tue euch doch gar nichts. Ich will mir doch auch nichts tun. Ich will doch hier bloß durchlaufen. Bitte. Wäre nett. So. Ja, ja. Ihr mich auch alle. Der Teufelsschlund. Oh, kann ich jetzt sogar rein? Nice. Ja, probieren wir es doch mal. Da fällt mir aber ein. Herzlichen Glückwunsch. Lebensenergie ist angestiegen. So, dass du mehr Schaden aushalten kannst. Ja, das ist doch nett. Was nehme ich dazu? Eine Geschenkkiste. Und die... Quatsch. Und die Geschenkkiste machen wir dieses Mal auch direkt mal auf. Und was haben wir bekommen? Ein gierigen Rapier des Duellanten. Willkommen, willkommen. Dies ist mein Lieblingsort in Zagoravia. Ich nenne ihn die flauschig warme Höhle. Oh, kein Wunder, dass ich nicht die ganze Zeit mit dem, Wow. Kann ja richtig schmerzhaft sein hier. Ja, dann machen wir doch lieber mal ein bisschen Fernkampf. Tschüss. So, den Artillerie-Fuzzi, den hauen wir auch mal fix weg. Naja, bis jetzt ist der Teufelsschlund gar nicht mal so teuflisch.
Aber da unten, da wird es dann sicher wieder anders sein. Schade, die kann ich von hier oben nicht erwischen. Also Nahkampf. Juhu. Machen wir den jetzt weg. Oh, C ist denn. Da jetzt für eine Quest erledigt haben. Ich habe das nämlich gar nicht so richtig mitbekommen. Aber was ich jetzt... Das Spiel ist übel, weil wir sind schon wieder bei 26 Minuten. Heide Witzka. Salvenattacke der Artillerie spinnen. Ja, das kriege ich eh nicht hin. Wir müssen eine Pause machen, Mensch. Bis morgen. Ciao.